Gestern Abend gab es einen Haufen an neuen Infos zu Zuvermieten in Form eines neuen Gameplay-Trailers. Alles dazu jetzt. Wir gehen direkt rein in die neuen Infos. Die Familie Linsatia führen durch den Trailer und wohnen ebenfalls in der neuen Welt Tomorang. Das Video beleuchtet hauptsächlich das neue Vermieter-Gameplay, zu dem man mehr neue Einblicke gesehen hat. Beachtet in der ersten Szene die neuen Fenster, die es so in der Art bisher noch nicht im Spiel gab. Besonders cool ist ebenfalls, wie nah das Grundstück hier am Wasser gebaut wurde. Vermutlich können wir dieses also wieder ins Wasser oder zumindest nah am Meer bauen. Jetzt wissen wir endlich ebenfalls, wie das Einteilen der Wohnung funktioniert. Über einen Klick auf die einzelnen Räume lässt sich hier eine Einheit zuweisen und hier auch neue erstellen. Wie man sieht, erhält dann jedes Apartment seine eigene Nummer. Hoffen wir einfach mal, dass dieser Knopf hier dafür da ist, mehrere Räume auf einmal zu einer jeweiligen Einheit hinzuzufügen, sonst wäre das für jeden Raum einzeln ein wenig umständlich. Dank SimGuru Ninja wissen wir jetzt auch, dass es offiziell bis zu 6 verschiedene Einheiten geben wird. Mit einem Cheat kann man das Limit aber auch noch weiter erhöhen. In jeder Einheit können bis zu 8 Sims leben, so wie es aktuell für einzelne Grundstücke auch schon der Fall ist. Genial ist auch der Fakt, dass man Gemeinschaftsbereiche errichten werden kann, so wie man es auch von echten Mietwohnungen kennt. Bei der Funktion Wohneinheiten zu erstellen handelt es sich um ein Grundstücksmerkmal, mit dem ihr die Funktion für ein Grundstück aktiviert. Ein paar Szenen später kommen wir zum Mietvertrag. Hier können die einzelnen Parameter und auch wie im echten Leben Regeln für die Miete festgelegt werden. Unter anderem wird auch eine Regel für verbotene Haustiere bereitstehen. Wenn ihr gegen die Regeln verstoßt, müssen die Sims Strafe zahlen. Die Vertragsdauer bezieht sich auf Zeiträume, nach deren Ablauf Mieter ihren Vertrag ohne Zusatzgebühren kündigen können und sich der Mietvertrag anpassen lässt. Was ich besonders toll finde, anfangs hatte ich bei diesem Pack etwas Angst, dass sich das Gameplay zu sehr mit dem aus Großstadtleben überschneidet. Das scheint sich aber zumindest so, wie das Vermieter-Gameplay in diesem Video gezeigt wurde, nicht zu bewahrheiten. Um das final klären zu können, dauert es wahrscheinlich aber noch bis zum Release. Nur ganz kurz, bei Instant Gaming könnt ihr die Erweiterung für vergleichsweise günstige 34,50 € vorbestellen. Wenn ihr unten in der Beschreibung schaut, findet ihr zusätzlich noch mein derzeit laufendes Gewinnspiel. Natürlich müssen die Mieteinheiten auch vermietet werden, was in einer eigenen Benutzeroberfläche passiert. Hier gibt es als Faktor für den Mieter die Anzahl der gewünschten Betten und die Mietobergrenze. In einer der nächsten Szenen sehen wir einen Wasserkocher, der neu mit diesem Pack ins Spiel kommt. Dieser stellt allerdings kein richtiges neues Gameplay dar, da dieser wahrscheinlich sehr ähnlich wie die bereits vorhandene Teekanne im Spiel funktionieren wird. Umso cooler aber, dass wir mit dem Pack als Mieter selber Gegenstände pfänden werden können. In welcher Situation das Licht in der Wohnung herumflackert, ist für mich derzeit noch unklar, da diese ja bereits bei nicht bezahlten Rechnungen einfach ausbleibt. Diesen Effekt kennen wir ebenfalls schon aus dem paranormalen Phänomene-Accessoire-Pack. Der Insektenbefall, der stattfinden kann, sieht wirklich eklig aus. Hier wird auch in diesem Zug der Kammerjäger wieder den Platz ins Spiel, hoffentlich in Form eines Gratis-Updates finden. Ein wenig schade ist allerdings, dass für die Sims, die hier eine Mietrevolte starten, die Protestanimationen aus der Großstadtleben-Erweiterung recycelt wurden. Ein kleines Detail, welches mir in dieser Szene hier besonders ins Auge gesprungen ist, der Sim bereitet das neue Essen mit dem Pack mit einer neuen Animation zu, die es bisher im Spiel noch nicht gab. Bei diesem Gerät handelt es sich übrigens nicht, wie in meiner ersten Trailer-Analyse angenommen, um einen Reis, sondern einen Multifunktionskocher, mit dem noch andere Gerichte hergestellt werden können. Der Trailer endet mit dieser wunderschönen Endszene, in dem die Sims Lampions steigen lassen. Was denkt ihr zum Trailer? Habt ihr euch das Gameplay anders vorgestellt oder freut ihr euch bereits auf den Release? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.